Wir hatten schon lange nichts Süßes mehr jetzt in unserem Kalender, oder? Wird ja mal Zeit. Denn wir machen heute ein Lebkuchenmenschlein. Das verbirgt sich hinter Türchen 16. Gar nicht so schwer. Ich zeige euch mal wie. Viel Spaß. Eine Lebkuchenfigur. Die könnt ihr euch in sämtlichen Formen machen. Wir werden aber hier so ein typisches Lebkuchenfigürchen machen. Menschlein, ein Lebkuchenmenschlein. Und zwar hat dieses Lebkuchenmenschlein einen runden Kopf. Einen kurzen Hals, wenn überhaupt. Ein paar Arme nach außen. Ein paar Beine nach unten. Ja, ganz einfach. Wie so eine Puppe eigentlich, ne? So. Mehr brauchen wir gar nicht. Und dieses Lebkuchenmännchen kann man auf die unterschiedlichsten Art und Weisen dekorieren. Also ihr könnt das Männchen komplett mit einem Zuckerguss übersehen. Ihr könnt dort auch einfach nur eine Umrandung machen. Und das werden wir, glaube ich, nämlich machen. Wir werden ein braunes Lebkuchenmännchen machen mit einer weißen Umrandung. Und ihr könnt diese weiße Umrandung mit einem Maskierstift oder Maskierflüssigkeit gerne abdecken. Ich werde das aber im Nachhinein mit Weiß drüber machen und wir malen das ganze Lebkuchenmännchen jetzt erstmal braun aus. So, das lassen wir jetzt erstmal trocknen. Das ist so eine Mischung aus Umbra gebrannt und englischrot hell. Und ich finde, das sieht eigentlich ziemlich gelungen aus von der Farbe her. Das lasse ich jetzt erstmal trocknen. Das kann auch ruhig fleckig sein. Es ist ja Lebkuchen, ist ja auch nicht unbedingt eben. Ne? Aber das trockne ich jetzt erstmal. So, und damit wir dem Ganzen jetzt noch ein bisschen Süße und Leben einhauchen, kriegt er jetzt noch einen Zuckergussrand. Und diesen Zuckerguss mache ich natürlich mit Weiß. Das sieht jetzt dann erst auch mal alles ziemlich eindimensional aus, also sehr platt auch. Ne? Und ich mache diesen Rand hier sehr großzügig mit Weiß. Ihr könnt da wieder flexibel sein. Ne? Also ob ihr da jetzt euren gewohnten Weißstift, ob ihr weiße Farbe, Aquarell, Acryl, Gouache, ihr könnt da alles nehmen für die Farbe eures Vertrauens. Ganz einfach, ganz simpel. So, das Weiß müssen wir jetzt erstmal kurz trocknen lassen, denn wir wollen das Ganze natürlich noch ein bisschen hervorheben, indem wir dem Zuckerguss ein klein wenig Schatten geben. Und dazu muss das Weiß erstmal trocknen, weil wenn das nämlich zusammenläuft, das sieht nämlich nicht so schön aus.
Da nehmen wir jetzt direkt aus dem Näpfchen umrandbrannt, obwohl das vielleicht auch ein bisschen zu dunkel werden könnte. Verdünnen wir ein kleines bisschen hier in der Mischpalette mit Wasser. Wenn da jetzt auch noch ein bisschen von dem rötlichen Ton dabei ist, ist es auch gar nicht schlimm. So, ich handhabe es hier mit dem Schatten genau, wie ich es beim Lettering auch immer mache. Bei mir kommt Licht immer von links oben, das heißt, der Schatten wirft rechts unten. Ja. So, und ihr könnt eben natürlich jetzt auch, wenn ihr wollt, ein paar Streusel noch draufsetzen oder so. Also das ist ganz euch überlassen. Da wisst ihr, dass ihr immer sehr gerne kreativ werden könnt. Ich schneide das jetzt noch aus und mache das Hängerchen ran. Fertig ist das Lebkuchenmännchen. Ich bin gespannt, wie eure Figuren aussehen. Ob ihr euch auch für ein Lebkuchenmännchen oder Menschlein oder eine ganz andere Lebkuchenfigur, vielleicht auch nur ein Lebkuchenherz oder was auch immer. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr gezaubert habt. Und ja, zeigt es mir auf jeden Fall unter dem Hashtag Lillys Adventskalender 2021. Verlinkt mich gerne, damit ich es auch sehe. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer ihr gerade tut, wo ihr immer auch gerade seid, und bleibt kreativ. Tschüss!